euch Wahrheit haben. Ich aber liefere euch Wahrheiten. In der freundlichen Verkleidung von Illusionen. Das Stück spielt in der Erinnerung. Und als Spiel der Erinnerung ist es hell erleuchtet. Es ist sentimental und es ist unrealistisch. In der Erinnerung geschieht alles mit Musikbegleitung. Ich bin der Erzähler des Stücks, bin aber eine Figur darin. Die anderen Figuren sind meine Mutter Amanda. Gentleman, der im zweiten Akt zu Besuch kommt. Er ist die realistische Figur im Stück und ich möchte ihn als Symbol nehmen für diese Welt, an der wir nicht mehr teilnehmen konnten. Als Dichter habe ich eine Schwäche für Symbole. Es gibt noch eine fünfte Figur, die tritt aber gar nicht auf. Von der hängt nur ein Bild, dort an der Wand. Immer wenn ihr dieses Bild seht, dann denkt bitte daran, dass es sich hier bei meinem Vater handelt. Er hat uns vor 17 Jahren verlassen und das Letzte, was wir von ihm hörten, war eine Postkarte mit den drei Worten: Hallo, leb wohl. Ich denke, der Rest erklärt sich von alleine. Tom? Ja, Mutter? Wir können nicht gesegnete Mahlzeit wünschen, wenn du nicht zu Tisch kommst. Komm ja schon. Weißt du noch, letzten Sonntag in der Kirche ist mir was Komisches passiert. Die Kirche war geschmeckt voll. Nur ganz vorne war noch eine Bank frei. Dort saß meine kleine Frau. Ich habe sie ganz freundlich angelächelt und gefragt: Entschuldigung, hätten Sie was dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze? Natürlich habe ich was dagegen, sagte sie. Der Platz ist reserviert. Weißt du? Das erste Mal, dass ich gehört habe, dass der liebe Gott Plätze reserviert. Liebling, schieb das Essen nicht mit den Fingern auf die Gabel. Zum Schieben ist die Brotrinde da. Du musst dein Essen kalten. Tiere haben Säure im Magen, die es ihnen erlauben, ihr Futter auch ohne zu kauen zu verdauen. Aber menschliche Wesen müssen ihre Kauwerkzeuge benutzen. Der Essen kauen, bevor sie es runterschlucken. Also schlingt nicht, kaut, kaut, kaut. Wollt ihr euren Schweinedrüsen keine Möglichkeit zu funktionieren geben? Mutter, mir hat noch kein Bissen vom Abendessen geschmeckt, weil du ständig Anweisungen geben musst, wie ich essen soll. Das ist zum Kotzen. Verdirbt mein Appetit, diese ständige Rede von Tiersäulen, Speicheldrüsen und Kaumen.